One, two, three, four. Wow. Ich hatte mal ein Planschbecken. Das ist irgendwann kaputt gegangen. Dann hat es angefangen zu singen. Okay. Hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Ja. Ist auf jeden Fall so. Michael Jackson. Ja. Moonwalk. Hulala. Aber es ist, glaube ich, kein Michael Jackson-Song, oder? Ist das ein Da ist diese Hand, ne? Ich hab auch die Kuppel noch nie so bunt gesehen, ne? Das stimmt. Ja, aber bei so einem Anzug. Also, der Anzug, der ist gut gemeint, aber. Was soll das auch für eine Musik sein? Also, was soll da jetzt. Was ist das für ein Song? Ja, O Solo Mio wahrscheinlich. Das ist Mallorca. Wir Ball. Gerade hatte du da. 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 Hast du dir direkt so eine Nummer ausgewählt von der Legende? Also ich sage jetzt nur Positives, weil er ja unser Chef ist. Ja. Ja. Der Song. Also es war unnormal. Der Song ist halt unnormal. Echt krass, ne? Performance. Aber kann man natürlich nicht erreichen. Nee, kannst du nicht schaffen. Kannst du nicht schaffen. Hast du dir ins eigene Fleisch geschnitten. Hast du denn ganz bewusst dir diesen Interpreten ausgesucht? Ja, schon. Also Raab ist jetzt auch seine Show. Ja. Schon ein Vorbild, sage ich mal. Und wenn vielleicht er dich hören könnte, er würde sich im Rabe umdrehen. Wenn du willst, vielleicht kommt er ja her und sagt, ja, hallo, ich glaub's nicht, aber wir können es probieren. Würde ich nicht nein sagen. Ich glaub's aber nicht. Ich habe gerade eine Tür und ein wegfahrendes Auto gehört. Stefan! Okay, ich sag's ihm. Nein. Nee, aber es hat Spaß gemacht, dir zuzuschauen. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Robin. Robin. Und was machst du beruflich? Ich bin jetzt gerade mit der Schule fertig, habe jetzt gerade Abitur gemacht. Cool. Und ja, jetzt fange ich wahrscheinlich an zu studieren. Sport und noch ein Fach auf Lehramt. Cool, du wirst auf jeden Fall so ein Referendar, der auf der Klassenfahrt den Schnaps besorgt. Aber du bist nicht wirklich professioneller Rapper, Sänger. Ja, nee. Nee, du machst es zum Spaß. Ja, aus Spaß. Aber einfach. Du kannst dich bewegen, ne? Also das muss man sagen. Da also, war kurz ein Moment, wo... Der Wurm ist schiefgegangen. Der Wurm ist schiefgegangen. Willst du nochmal Wurmen? Kann ich machen. Sollen wir mal drei Würmer machen? Du auf der Bühne, Teddy da und ich daneben. So schön als V. Komm. Ein Wurm. Ja, kannst du den Wurm? Mach einen Wurm. Du da... Ich mach hier Teddy einen da. Wurm. Ja. Ich mach hier einen Wurm. Ich probiere einen Wurm, aber das Mikrofon. Da war der Wurm drin, meine Damen und Herren. Los. Auf 3, 2, 1. Und Arno. Los. Nicht schlecht. Luke, hey, wohin? Wohin gehst du? Ja, ich hab gedacht, du kannst es nicht. Ich mach's doch. Ja, ey, Robin, vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Mach's gut, alles Gute. Ich hätte nicht gedacht, dass du das kannst. Ne? Ja, das war sehr gut sogar. Das war Profi-Level. Das können alle halbe Italiener können das. Ehrlich jetzt. Das ist der schiefe Wurm von Pisa. Wow. Caro, kennst du so Gags, wo einfach keiner lacht? Ich kenne einen. Da kommt eine Frau in ein Restaurant. Ja, das war eigentlich alles aus Spaß. Also klar, wäre cool gewesen, aber jetzt hatte ich hier meinen Auftritt mal auf Pro7. Also ist auch mit Teddy und Luke, also alles gut.